Heute klären wir die Frage, wie kauft man sicher Bitcoin? Willkommen zur Schritt-für-Schritt-Anleitung. Hey, mein Name ist X7 und willkommen zum zweiten Part des Bitcoin Guides. Bevor wir loslegen, eine kleine Warnung. Unter dem letzten Video, wie schon vermutet, gab es Scam und Betrüger in den Kommentaren, die Leuten was andrehen wollten. Also passt auf, glaubt nicht alles, was in den Kommentaren unter den Bitcoin-Videos steht. Ich versuche das zu löschen, aber ich bin auch ein normaler Mensch, der arbeiten muss, also bin ich nicht 24/7 in den Kommentaren. Wenn ihr mir schreiben wollt und irgendwelche Fragen dazu habt, schreibt mir am besten auf Instagram oder kommt auf den Discord-Server, da gibt es sogar eine extra Bitcoin-Gruppe. Bitcoin hat ja in den letzten Wochen und Monaten so einen kleinen Hype wieder erfahren. Mittlerweile hat sich das allerdings wieder ein bisschen beruhigt. Nichtsdestotrotz bleibt das Risiko sehr hoch. Deswegen, bevor wir investieren, sollten wir uns den Risiken bewusst sein. Falls du nicht weißt, was es für Risiken gibt, klick hier oben auf Part 1, dann erfährst du alles über die Pros und Kontras über ein Investment in Bitcoins. Was aber sehr ratsam ist, bleibt der Hinweis, dass man nur einen kleinen Teil des Geldes investieren sollte und auch nur, wenn du dich damit wohlfühlst. Also nur, wenn du damit klarkommst, dass der Wert sehr stark schwanken kann. Weil das ist eine der Haupteigenschaften von Bitcoin. Der Wert ist nicht stabil. Nachdem wir das geklärt haben, kommen wir zur Frage, wie kaufen wir denn jetzt Bitcoin? Beginnen wir am besten mit einem Broker, also einer Seite oder einer App, wo man Bitcoin gegen Euros kaufen kann. Da gibt es sehr, sehr, sehr viel Auswahl und für jeden Geschmack ist da was dabei. Mir persönlich sind drei Punkte wichtig: Sicherheit, einfache Bedienung und keine zu hohen Kosten. Was die Sicherheit angeht, bevorzuge ich Unternehmen, die reguliert sind, am liebsten einen Sitz in Deutschland haben und das Unternehmen sollte bekannt sein. Einfache Bedienung ist, glaube ich, relativ selbsterklärend. Ich will nicht auf so eine Trading-Plattform kommen, wo ich am Ende in CFDs investiere und nicht in Bitcoin. Da gibt es sehr verrückte Plattformen, die einfach für professionelle Anleger gebaut sind. Wir wollen uns ja das anschauen, wie wir das einfach machen, wie man auch als Anfänger, wenn man nicht so viel Ahnung davon hat, sicher und ohne Probleme einsteigen kann. Und der letzte Punkt, keine zu hohen Kosten, das ist so eine Sache. Bitcoins werden an ganz vielen verschiedenen Börsen gehandelt und an jeder Börse gibt es einen anderen Kurs für Bitcoin. Meine zwei Anbieter sind nicht die günstigsten, die es gibt. Die Kosten sind aber in Ordnung und mir sind die anderen Punkte wichtiger. Also wie gesagt, dass die Sicherheit wirklich da ist und dass die Bedienung auch ansprechend ist, dass ich ein ansprechendes Design habe. Meine zwei Favoriten sind einmal Bison von der Börse Stuttgart und Coinbase. In diesem Video stelle ich euch die Bison-App vor. Das heißt, wir gehen gleich in die App rein. Ich zeige euch, wie man einen Account erstellt, was man bei der Registrierung beachten muss und wie man dann auch wirklich Bitcoin kauft und wie das Ganze funktioniert. Und in den nächsten Videos wirst du auch Coinbase kennenlernen. Unsere Reise beginnt im App Store. Bison ist nämlich eine App. Es existiert zwar eine Website, da findest du allerdings nur Informationen. Um wirklich handeln zu können, müssen wir die Bison-App downloaden. Anders als Coinbase kann man nämlich nicht auf der Website handeln. Achte darauf, dass es die richtige Bison-App ist und downloade sie dann einfach. So sieht die Bison-App aus, wenn wir sie öffnen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, uns anzumelden oder zu registrieren. Wir klicken jetzt auf Registrieren. Und aktuell gibt es sehr viele Anfragen, deswegen kann es zu technischen Problemen kommen, weil der Andrang aktuell sehr hoch ist. Wir können jetzt direkt uns hier per E-Mail und Passwort neu registrieren. Wir haben auch die Möglichkeit, einen Referral Code einzugeben. Da könnt ihr sehr gerne meinen eingeben. Wenn ihr den eingebt, bekommt ihr nämlich ab einem Kauf von 50 Euro 10 Euro geschenkt. Das heißt, ich bekomme 10 Euro und du bekommst 10 Euro. Nutze am besten einfach den Link in der Beschreibung, dann wirst du direkt zur Bison-App weitergeleitet und der Code wird automatisch eingetragen. Wir geben jetzt keinen ein, sondern erstellen nur den neuen Account. Als nächstes müssen wir dann die E-Mail-Adresse bestätigen. Je nach Andrang kann es ein paar Minuten dauern, bis die E-Mail ankommt und achtet auch darauf, in den Spam-Ordner zu schauen. Da ist meine nämlich angekommen. Alright, herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt Teil der Bison-Herde. Wir sind jetzt freigeschaltet und können uns einloggen. Das Schöne bei Bison für Anfänger ist, pass auf, wir haben 50.000 Euro Startkapital
als Spielgeld. Man denkt jetzt direkt so, oh wow, ich habe 50.000 Euro, schön wär's. Aber das finde ich wirklich perfekt für Anfänger. Wir sind nämlich jetzt im Demo-Modus und können jetzt die App austesten. Und das finde ich einfach perfekt, um ein erstes Gefühl für Bitcoin zu bekommen. Das heißt, wir können jetzt wirklich Bitcoins kaufen und dann schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Hier haben wir erstmal unseren Portfoliowert. Wir haben noch 0 Euro in Bitcoins investiert und wir haben 50.000 verfügbare Euros, die wir investieren können. Unten steht dann auch Demo-Modus, Verifizierung jetzt starten. Okay, also wir können einfach mit unserer E-Mail-Adresse und mit einem Passwort und mit der Bestätigung starten und das Ganze testen. Bei manchen Systemen kommt man ohne Verifikation gar nicht rein und kann es gar nicht testen. So, wir haben jetzt hier verschiedene Kryptowährungen, die wir kaufen können. Aktuell kann man Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple und Bitcoin Cash kaufen. Vor Ripple würde ich an dieser Stelle warnen. Lest da mal im Internet ein paar Artikel durch, was damit passiert ist. Ich zeige euch nochmal ganz kurz den Chart. Sieht sehr gefährlich aus. Das ist aktuell nur noch ein Zock und großes Risiko. Also ich warne davor. Ich selbst habe über Bison bisher nur Bitcoin gekauft. Ethereum, Litecoin und Bitcoin Cash habe ich auf anderen Seiten bisher verdient. Das zeige ich in späteren Videos nochmal. Okay, was machen wir jetzt, wenn wir Bitcoin kaufen wollen? Wir klicken einmal auf Bitcoin und sehen dann hier auch sofort kaufen oder verkaufen. Wir wollen kaufen und wollen jetzt einen gewissen Betrag investieren. Sagen wir mal 10.000 Euro. So, jetzt kommt es zu den Kosten. Bison ist komplett kostenlos. Wenn wir Geld einzahlen, ist es kostenlos. Wenn wir Geld auszahlen, ist es kostenlos. Wir können auch Kryptowährungen ein- und auszahlen. Das ist auch kostenlos. Kontoeröffnung, Kontoführung, alles kostenlos. Wo kommen jetzt die Kosten ins Spiel? Wenn wir Bitcoins kaufen, ist der Kaufpreis nicht gleich Verkaufspreis. Das Ganze kennt man auch von Aktien. Das heißt, nehmen wir mal an, der Bitcoin-Kurs würde sich nicht ändern, wenn wir jetzt hier für 10.000 Euro kaufen, dann hätten wir automatisch einen Verlust, weil wir nicht zum Verkaufspreis kaufen. Das Ganze nennt sich Spread. Das ist die Differenz zwischen dem Kauf- und Verkaufspreis. Und bei Bison liegt dieser Spread bei ungefähr 0,75%. Wir kaufen das Ganze jetzt einfach mal. So, und jetzt haben wir 10 Sekunden Zeit, das zu bestätigen. In der Zeit ist unser Wert gesaved. Das heißt, der kann dann nicht nach oben oder nach unten schwanken. So, haben wir jetzt für die 10.000 Euro 0,37 Bitcoin gekauft und sehen sofort, wir haben für 10.000 Euro gekauft durch den Spread plus durch die Veränderungen, die der Bitcoin-Kurs in diesen paar Sekunden erreicht hat, haben wir jetzt direkt automatisch einen Verlust. Das ist vollkommen normal. Dieser Spread ist, wie gesagt, nicht der höchste, aber auch nicht der niedrigste, wenn wir alle Bitcoin-Börsen vergleichen. Aber wir müssen das so betrachten. Bitcoin ist sehr schwankungsintensiv. Dementsprechend ist der Spread, wenn wir Bitcoin lange halten, auf lange Sicht total irrelevant. Also man sollte darauf schon achten, weil bei manchen Börsen kann der schon sehr hoch sein. Ich finde den hier vollkommen in Ordnung. Wenn wir jetzt eine andere Währung kaufen würden, sagen wir mal Ethereum, dann können wir das Ganze auch machen. Sagen wir mal, wir kaufen jetzt für 10.000 Euro Ethereum, bestätigen das und haben es im Portfolio. Dann sehen wir hier direkt die Aufteilung. Einmal Ethereum und einmal Bitcoin. Das ist auch ganz schön gemacht. Und hier sind dann unsere Assets wirklich hinterlegt. Als nächstes seht ihr hier oben diese kleine Glocke. Da können wir draufdrücken und uns einen Preisalarm aktivieren. Das heißt, wenn der Bitcoin einen bestimmten Preis erreicht, bekommen wir eine Push-Nachricht und können dann entweder kaufen oder verkaufen, je nachdem, was wir wollen. Was machen wir jetzt, wenn wir wirklich kaufen wollen? Dann klicken wir auf Verifizierung, jetzt starten. Dafür müssen wir jetzt alle relevanten Informationen eingeben, also Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Adresse. Wir brauchen unseren Personalausweis, wir brauchen in einem späteren Schritt die Steuernummer. Ich glaube, die ist für den Registrierungsprozess gar nicht notwendig, aber später muss man die eintragen. Und zum Schluss kommt es zu einem Video-Ident-Verfahren. Und da der Hinweis: Seid vorbereitet, eure Kamera geht an, ihr braucht gutes Internet, ihr braucht einen Raum, der gut belichtet ist und ihr müsst euren Personalausweis oder Reisepass bereithalten. Und macht das nur,
in der Woche zu vernünftigen Zeiten. Am Wochenende kann es sein, oder es ist wahrscheinlich so, dass ihr da keinen erreicht und manchmal ist die Warteschlange sehr lang. Also macht es innerhalb der Woche und dann seid ihr innerhalb von 10 Minuten freigeschaltet. Ein letzter interessanter Punkt, bevor wir rüberhüpfen, ist das Kryptoradar. Da klicken wir hier unten drauf und dann sehen wir so die ungefähre Stimmung. Da werden mithilfe von einer KI Tweets und so ausgewertet, also ja, ihr seht das da oben. Und danach wird dann bewertet, wie die Stimmung der Kryptoinvestoren bezüglich bestimmter Kryptowährungen ist. Wie das genau funktioniert, weiß ich nicht. Aber es ist immer ganz interessant, den Indikator noch mit einzubeziehen. So, jetzt sind wir auf meinem richtigen Account. Nachdem wir dann verifiziert worden sind, steht hier unten Verifizierung bestätigt. Es gibt dann auch noch verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel Kryptowährung auszahlen zu lassen auf eine externe Wallet oder Kryptowährung einzuzahlen, Geld auszuzahlen. Und wir haben auch noch die Möglichkeit, unsere Geräte anzuschauen. Das heißt, wir gucken, auf welchen Geräten wir denn mit diesem Konto eingeloggt sind. Also alles zur Sicherheit. Als kleiner Hinweis, Kooperationspartner von Bison ist die Solaris Bank und wir haben vor kurzem diese Mail bekommen. Die gesetzliche Einlagensicherung über 100.000 Euro ist natürlich hier auch gewährleistet. Das heißt, Bison ist sehr safe und das gibt mir ein gutes Gefühl bei diesem kritischen Markt. Wie legen wir jetzt los? Wir klicken auf Geld einzahlen und müssen dann auf unser jeweiliges Bison Bankkonto Geld überweisen. Nicht hierauf überweisen, das ist mein Konto, also könnt ihr gerne machen, aber nein, ihr müsst dann natürlich auf das Konto überweisen, das bei euch in der App angezeigt wird. Nur als Hinweis, ja, das ist mein Konto, hierauf nicht überweisen. Und dann ist das Geld innerhalb von wenigen Werktagen da und ihr könnt Bitcoin kaufen, so wie eben in dem Demo-Modus. Was hat es denn jetzt mit diesen Kryptowährungen auszahlen auf sich? Ich habe ja in Part 1 des Krypto-Guides erzählt, dass man Bitcoins in Wallets speichert. Und hier sind die Bitcoins in der App gespeichert. Also Bison verwahrt die Bitcoins für euch und ihr könnt jederzeit, wenn ihr Lust habt, kaufen, verkaufen. Hier kann man sehr schnell traden. Es wird aber in der Bitcoin-Szene immer gesagt, not your keys, not your coins. Also die Bitcoins, wenn wir ein extremer Krypto-Fanatiker sind, gehören uns nicht, weil die ja nicht bei uns liegen. Ja? Wir können die ja nicht verwalten, wir sind nicht für den Schutz verantwortlich, weil Bison sich um die Bitcoins kümmert. Deswegen gibt es die Möglichkeit, dass wir Kryptowährungen auszahlen, auf unsere persönliche Wallet übertragen. Das habe ich auch gemacht, deswegen habe ich hier gar nicht mehr viele liegen. Ich habe hier noch 0,011 Bitcoins liegen, aber aktuell noch eine Performance von 383%. Ja, was gar nicht so schlecht ist. Jedenfalls sind meine Bitcoins auf meiner Wallet. Die Wallets stelle ich euch in einem zukünftigen Video noch vor. Wenn du die App testen willst, dann klick einfach auf den Link in der Beschreibung. Da gibt es 10 Euro für dich und für mich. Das finde ich einen schönen Startbonus, um das Ganze zu testen. Man muss auch insgesamt nur 50 Euro investieren, um diese 10 Euro zu erhalten. Und du bekommst diese 10 Euro nicht in Euro, sondern direkt in Bitcoins. Fazit: Bitcoins sind sehr volatil, es gibt große Risiken, es gibt aber auch viele Chancen. Bison ist von der Börse Stuttgart, kooperiert mit der Solaris Bank. Wir haben ein deutsches Unternehmen. Wir haben die Einlagensicherung und alle anderen möglichen Schutzmechanismen. Wir können hier ganz einfach innerhalb weniger Minuten Bitcoins kaufen und verkaufen und wir haben auch noch ein paar andere Kryptowährungen zur Auswahl. Wir können andere Kryptowährungen hier einzahlen, allerdings nur diejenigen, die hier unterstützt sind, sonst gehen die verloren, also passt darauf auf. Und ihr könnt die Bitcoins, die ihr hier gekauft habt, auch direkt auf eure Wallet transferieren. Bison eignet sich erstmal durch den Demo-Modus, durch die einfache Bedienung und dass man keine Wallet an sich braucht, um Kryptos zu handeln, sehr gut für Einsteiger. Ich bin bisher sehr zufrieden mit Bison und freue mich über die tolle Performance, die ich bisher erzielt habe. Aber es ist wie gesagt nur so eine kleine heiße Wette, weil ich das Ganze spannend finde. Okay, das soll es mit diesem Video gewesen sein.
Wenn du die App gerne testen würdest, klick auf den Link in der Beschreibung. Ansonsten der Code steht auch unten. Ich würde mich freuen, wenn du in den Discord-Server kommst oder mir auf Instagram folgst. Und ansonsten zeige ich dann demnächst Coinbase, wie man gratis Bitcoins und Kryptowährungen verdient und was es mit den ganzen Wallets auf sich hat. Das soll es jetzt gewesen sein. Ich hoffe, dir geht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.